Lass doch zu. Wir kommen rein. Guck mal, hier ist schon ein richtiger Trampelfahrt. Oh, das ist ja richtig groß. Wohnwagen steht hier. Wasser. Eine Mühle ist das Wasser. Moin Moin, Dr. Urbex hier. Ich begrüße euch wieder aus Luxemburg heute. Und ich bin hier gerade auf einer alten Mühle unterwegs, beziehungsweise auf dem Gelände einer alten Mühle. Und ziemlich verfallen. Aber hier sollen noch alte Autos rumstehen. Oh ja, ich sehe es schon. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich würde mal sagen, ein alter Franzose oder Amerikaner oder sowas, ne? Leute, ich gehe mal an den beiden vorbei. Kommt mir das ein Schießbohrer, ne? Ein Schießbohrer? Ja. So, auf den ersten Blick erkenne ich nicht, was das für ein Auto ist. Also ich kann mit alten Autos, ja, weiß ich jetzt nicht so Bescheid von. Und was denkt ihr? Vielleicht erkennen wir es ja gleich noch. Gucken wir von innen, was wir erkennen können. Ich sag ein Ford. Ein Ford? Nein, das ist kein Ford. Ach, hier an der Seite steht was. Seite steht was. Da steht drauf. Cresta? Cresta? Ich habe keine Ahnung. Das hat eine richtige Heckflosse. Mal schauen, ob wir hinten was erkennen können. Ein Vauxhall. Das ist doch ein Opel. Also der englische Opel ist das. Ein Rechtslenker? Ja, ne? Wenn da steht Vauxhall, dann dürfte das ein Rechtslenker sein. Das ist interessant. Es ist die Frage, ob der baugleich ist mit einem Opel. Weil Vauxhall und Opel sind ja eigentlich so das Gleiche. Aber ich weiß nicht, ab welchem Jahr das so geschehen ist, dass diese beiden fusioniert sind. Ja, ja, aber früher war Vauxhall eigenständig, ne? Ich weiß nicht, wann Opel und Vauxhall fusioniert haben. Das waren ja auch nur die versoffenen Engländer. Richtig toll. Leider aber ja, nicht zu retten. Also es ist komplett beschädigt. Aber jetzt bin ich irritiert, weil es ist ein Linkslenker. Warum ist es ein Vauxhall und ein Linkslenker? Das ist sehr komisch. Weil normalerweise stellt Vauxhall ausschließlich für den englischen und australischen Markt her. Und das sind ja alles rechtsgelenkte Fahrzeuge. Da gehen wir gleich nochmal im Detail gucken. Jetzt lasse ich die beiden Kollegen erstmal hier fotografieren. Das wäre nett. Das wäre nett, ne? Und wir schauen uns mal hier weiter um. Oh. Uralte Fässer hier, schaut mal. Richtig alte Fässer. Und wir sind, oh, hier ist auch richtig kühl drin. Das ist so ein gemauerter Bogen über mir. Also ich schätze mal, das ist ein Weinkeller gewesen, dass hier Weinfässer gelagert haben oder irgendwelche anderen Fässer mit Getränken. Also Bier nehme ich jetzt mal nicht an. Ich schätze mal, das waren Weinfässer hier. Schaut mal hier. Alles am Vermodern. Die alten Eisenringe, die das Fass ummantelt haben. Hier auch noch. Mal da reingucken. Ich sehe gerade nichts, aber ich denke mal, ihr habt gerade ein besseres Bild. Oh je, hier laufen schon richtig viele Spinnen rum. Beeindruckend. Thank you.
laufe jetzt mal hier eine uralte Treppe hoch und bleib am Baum hängen. Meine Güte. Ja, aber hier oben ist tatsächlich nichts. Hier ist das Dach eingestürzt. Hier unter mir ist aber Betonboden, da kann nichts passieren. Da unten seht ihr den Dirk. Hallo Dirk. Ja, und ich gucke gerade von hier in das Wohnhaus rein und sehe da Treppen. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass da auch ziemlich viel kaputt ist. Jedenfalls hier sieht man es deutlich. Über mir das kaputte Dach. Ja, und das ist leider auch quasi der Gesamtzustand von diesem Gebäude hier. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir hier auch nicht viel mehr zu sehen bekommen. Ja, hier kann man auch rüber gehen. Aber schaut euch mal diese Konstruktion hier an. Das möchte ich jetzt nicht, weil ich gehe mal stark davon aus, dass man auch nur einen Dachboden da kommt. Aber ich gucke gerne mal einmal hier so rein. Ich weiß nicht. Sieht jetzt nicht lecker aus. Nee, ne? Da ist ein Loch im Boden, da liegt schon eine Tür drüber, über die man noch müsste. Also, da riskiere ich jetzt hier nicht hier meine Knochen für, sage ich ganz ehrlich. Da gehe ich wieder runter. Ja, da können wir vielleicht stattdessen lieber mal von unten einen Blick reinwerfen und mal schauen, was es hier so gibt. Das ist ein alter Stall. Ja, ein alter Stall. Aber ansonsten auch nichts Besonderes. Ne? Ja, hier sieht man halt diese alten Anlagen. Da waren da wohl die Tiere damals hinter. Da kommt man schon wieder raus. Ja, ich denke, das wird wohl ein kurzes Abenteuer hier werden. Aber wir sind ja auch nicht ganz durch. Gehen wir mal in das Hauptgebäude rein. Oh. Ich sehe einen alten Ofen. Irgendwie Standard heute. Den sehen wir irgendwie, glaube ich, in jedem Ort heute. Diese uralten Öfen. Ne? Da wurde damals mit Kohle der Ofen angemacht. Der hat dann gleichzeitig Wärme gespendet. Und dann hier oben drauf auf den Kochplatten, da konnte man das Essen dann zubereiten. Ne? Und jetzt sehe ich eine Treppe, die führt nach oben. Die sieht sogar noch ganz gut aus. Ja. Die erklimme ich mal hier. So. Und schon bin ich eine Etage höher. Und ihr seht Graffitis. Ein Loch in der Erde, wenn ich mich so umdrehe. Ja. Ist aber alles soweit trocken. Ich habe jetzt gerade nicht so die Angst, hier rüber zu gehen. Ja, aber ich gehe nur bis da. Da hinten ist noch eine alte Maschine. Da geht's raus nach draußen. Und oh, Leute, das ist hier nicht schön, was ich gerade mache. Das scheint aber zu halten. So, jetzt geht's noch eine Etage höher. Oh. Ja, ich sehe Graffitis an den Wänden. Das ist für mich ein Zeichen, dass hier auch mehrmals wohl Leute lang gehen. Ein uraltes Bett hier, schau mal. Ja, da gehe ich noch rein. So, Leute, das ist der Wahnsinn. Schaut mal hier. Uraltes Bett. Irgendjemand dekoriert mit einem Kreuz. Da aus der Wand kann man schon durchgucken. Eieiei. Auch hier wieder so ein altes Bett noch direkt daneben. Wie lange ist das wohl schon verlassen? Ich weiß es nicht. Hier ist eine Zeitung. Ich würde mal sagen, wir gucken jetzt einfach mal hier rein. Ob wir hier vielleicht ein Datum finden, wenn es überhaupt eine richtige Tageszeitung ist, das weiß ich nicht. Ich erkenne leider kein Jahr. Eine Tageszeitung scheint es wohl nicht gewesen zu sein.
Tja, schade. Ja, und ich habe noch mal ein paar Stufen vor euch erklommen, aber jetzt werde ich definitiv nicht weitergehen. Ich leuchte einfach mal dahin. Da ist auch noch ein Teil des Werkzeuges. Da ist wohl irgendein Förderband von der Mühle rübergegangen. Aber ich traue mich jetzt hier nicht weiter hochzugehen, weil ich habe jetzt doch schon ein bisschen Angst. Und ja, die Gesundheit ist mir dann doch lieber, ne? Also gehe ich da lieber wieder runter. Ihr hört auch das Geräusch hier von diesen Stufen. Also, oh, Leute. Ne. Ich bin froh, wenn ich jetzt wieder hier unten angekommen bin. Also das sieht natürlich jetzt auch wieder einmalig aus, ne? Gut, hier hat irgendjemand ein anderer Urbex das schön dekoriert, damit das so toll aussieht. Das ist natürlich nicht original so. Aber schaut euch das an. Wie das hier aussieht, diese alte Einrichtung. Den Tisch. Über Löcher im Boden, oh je. Und hier, guck mal, einen alten Kronleuchter auch noch. Also der Raum, der ist echt spannend. Auch hier hinter mir die Couch. In Verbindung mit der Tapete, die da so halb runterkommt. Hier ist auch eine alte Nähmaschine, beziehungsweise das Gestell, was davon übrig ist. Die Nähmaschine selber fehlt leider. Ja, und so ein altes Radio sehe ich auch noch. Aber auch leider zertrümmert. Tja. So, jetzt kommen wir in die Küche. Schaut euch mal diese alten Geräte an. Und schauen wieder der vorhin erwähnte Ofen. Das ist so Standardausrüstung, habe ich das Gefühl heute. Wahnsinn. Alte Kochtöpfe und den Löffel. Altes Regal. Und ein paar von den Utensilien ist tatsächlich noch da, ne? So, dann gehen wir mal in die nächste Etage. Boden ist jetzt ganz okay. Mal schauen, ob es hier noch was zu entdecken gibt. Sieht ziemlich kaputt aus. Oh. Und wieder so ein Riesenschrank. Den habe ich heute schon in einem anderen Lost Place gesehen. Also Wahnsinn, was die damals für hohe Schränke gebaut habe. Ich kriege das gar nicht aus dem Bild. Klasse. Und das Bett ist auch noch da. Fehlt mir leider das Lattenrost. Und hier so ein, ich sag mal, Sekretär ist das wahrscheinlich, ne? Mit einer alten Pulle. Na gut, die ist nicht alt. Die ist einfach nur mitgebracht worden. Tja. Schuldokumente. Tja, wir haben ja auch vorhin Anwohner hier getroffen, die hier in der Straße wohnen, und die haben uns halt gesagt, dass, ja, dass es wohl einen Erbenstreit gibt, ne? Die Mühle, der Besitzer ist wohl verstorben, die Erben konnten sich nicht einigen, mittlerweile sind die Erben schon gestorben und dann die Erben der Erben. Ja,
mittlerweile ist es natürlich nur noch abrissreif hier alles und wer will das schon bezahlen, ne? Und ja, in den Benelux-Staaten ist es wohl so, dass das Erbrecht da ein bisschen anders ist als bei uns in Deutschland und da wird dann wohl sehr viel vor Gericht gestritten oder man kann sich gar nicht einigen und dann verfallen diese Gebäude halt so, wie sie jetzt sind. Und das ist der Grund, weshalb es in den Benelux-Ländern so viel von solchen Gebäuden gibt. Während bei uns eben irgendeine Ordnungsbehörde kommt und sagt, dir gehört das jetzt und es wird abgerissen. Hier nicht. Und deswegen gibt es so schöne Orte hier zu finden. Ja, und hier haben wir dann auch ein vernünftiges Bett gefunden, was so halbwegs vollständig ist. Mit Matratze und Decke. Eine Kommode, die noch dabei steht. Immerhin. Tja, über das Alter dieses Bettes, da kann man nur mutmaßen, ne? Ich würde sagen, Anfang des 20. Jahrhunderts wäre jetzt so meine Vermutung. Ja, so Anfang bis Mitte. Badezimmer dieses Hauses. Ja, und hier steht noch eine uralte Wanne auf dem Boden. Und ihr seht es ja, das ist das Badezimmer, aber hier sind einfach nur Holzlatten, also Holzdielen, auf denen wir laufen. Hier gab es keine Teppiche, kein Laminat, kein Vinyl und auch keine Fliesen auf dem Boden. Wahnsinn. Und hier sehe ich jetzt gerade erst die Toilette. Das ist ja gar nicht so ein richtiger, wie wir heute gerne so ein Draufdrücken, weil diese alten Druckknöpfe, die kennen wahrscheinlich einige von euch auch noch. Hier hat man so einen Hebel, habe ich auch noch nie gesehen. Dann hier das alte große Waschbecken. Ja, und über mir, zack, ist das Dach eingestürzt. Aber ist ja nicht schlimm, das Regenwasser konnte direkt in die Badewanne fließen, die aber auch kaputt ist. Die ist auch komplett verrostet, auch nicht schlecht. Klar, du warst sogar drin dran oder gegenüber noch drin, ne? Ja, wir haben jetzt hier gerade noch was entdeckt. Wir wären schon fast wieder gegangen. Da fiel mir ein Moment. Hier war doch noch ein Loch in der Wand. Ich habe jetzt nichts dabei gedacht und guck einmal rein und denke, oh, ich drehe mich mal um. Meine Kollegen fotografieren gerade. Und ja, schaut mal in die Halle rein. Ich denke mal, die Bilder sprechen für sich, oder? Also damit hätten wir jetzt nicht gerechnet. Und hier stehen so einige Fahrzeuge. Ne? Muss ich gleich erstmal checken, was für Autos das überhaupt sind. Das hier kann ich von mir aus nicht erkennen. Ja, ich gehe jetzt einfach mal mit euch rein. Wir haben gerade schon gerätselt, was das für Autos sind. Ja, und ich sehe schon wieder, hier steht das Vauxhall. Ja, also eventuell eigenständige Modelle oder tatsächlich identisch mit Opel. Aber das ist überhaupt nicht meine Welt. Also ich kann da nichts zu sagen. Deswegen schweige ich lieber. Achso, aber ihr seht auch gar nicht, wo ich mich gerade befinde. Ich sollte mich vielleicht mal drehen. Ne? Das ist schon echt Wahnsinn. Die stehen hier einfach so rum. Gut, zu retten sind sie nicht mehr. Ne? Da ist einfach zu viel kaputt. Schaut, Alter, das Ding ist total schaden. Das kriegt man nicht mehr ein. Ja, Wahnsinn. Auch schon ziemlich gepflückt von denen, sehe ich gerade. Also da waren schon Vandalen am Werk, die haben sich wahrscheinlich Sachen rausgenommen, um sie dann zu verkaufen. Ja, hier sehe ich gerade, das dürfte ein amerikanisches Modell sein. Ich würde glatt behaupten, das ist ein Pontiac. Kann man nicht mehr viel von sehen, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Ami. Pontiac, ne? Ja. Ja. Aber was auch immer da drauf gefallen ist, auch leider nicht zu retten. Aber schaut mir hier den schönen Buckel auf der Haube. Da könnte man glatt meinen, dass da noch was drin ist. Und tatsächlich, es ist ein Motor drin. Das war jetzt ziemlich laut. Aber das dürfte kein V8 sein, glaube ich. Eieiei. Man soll ja eigentlich leise auf dem Lost Place sein. Das würde ich sagen, war ein Fail. Meine beiden Kollegen verscheuchen mich hier gerade. Die möchten unbedingt ein Foto machen und akzeptieren nicht, dass ich zuerst hier drin war. Und schon wieder dieser bekloppte Ofen. Also ich habe keine Ahnung, wie oft ich den heute insgesamt schon gesehen habe, aber es war einige Male.